Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von HRS unterwegs mit heute, wie unschwer zu erkennen, bei den Online-Marketing-Rockstars 2019. Ich kann euch sagen, hier wird uns einiges erwarten. Unter anderem haben wir einen Interviewtermin mit Philipp Westermeier und ich glaube, den einen oder anderen werden wir heute auch noch vor die Linse bekommen. Insofern kommt einfach mal mit mir, Online-Marketing-Rockstars 2019 hier bei HRS unterwegs mit. So, ich stehe jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Gastgeber dieser heiligen Hallen und die heiligen Hallen, sie werden von Jahr zu Jahr größer. Philipp Westermeier steht also neben mir mit 800 Leuten, vor 8 Jahren gestartet. Noch weniger, glaube ich sogar, also 200 war es im allerersten Mal, jetzt sind es halt wahrscheinlich über 50.000 oder deutlich über 50.000. Ja, ist schon eine krasse Reise. Was ist dein persönliches Highlight? Also ich finde schon morgen auf der Konferenz den Yuval Harari, den Bestseller-Autor, muss man sagen, ist sicherlich ein Highlight. Für mich persönlich viele Amerikaner, die gekommen sind, also hier der Gründer von Gimlet, der es an Spotify verkauft hat, Matt Lieber, Podcast-Unternehmer am Ende. Ich finde irgendwie super geil, dass Jogo und Paul da gleich noch einen Live-Podcast machen. Also es gibt sehr, sehr viel Programm, viele Side-Events im Top, also ich glaube, da ist einiges geboten. Ich bin ja auch ein bisschen unterwegs und neulich bin ich mit der Bahn nach Köln gefahren und da lag ein Magazin, das trug deinen Namen. Das Internet in der Bahn funktionierte nichts, das heißt, ich habe von digital auf analog umgestaltet. Machst du das überhaupt noch? Ich lese wirklich extrem auch gerne Zeitung. Ich bin Zeitungsabonnent. Ich bin auch irgendwo Fan vom Abendblatt hier, mit dem wir machen das ja gemeinsam. Das war eine Idee, ein Magazin zu machen von Lars Heider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, der Funke Mediengruppe. Und ich glaube, dass man durchaus mal, wenn man in der Badewanne liegt, wenn man mal halt in der Bahn fährt, Flugzeug ist und so, Bock hat, was Längeres zu lesen. Und da habe ich ein Magazin, einfach eine witzige Idee gefunden, ein Personality-Magazin. Machen einige andere Leute, die ich schätze, auch auf einem super Niveau. Und da dachte ich mir, komm, wenn die mir das schon anbieten, dann probiere ich das. Bones MC von der 187 Straßenbande, diesen unauffälligen Menschen hast du begleitet in New York. Wie geht man mit Bones MC durch New York? Generell ist der Typ halt ein Star, muss man wirklich sagen. Er ist ein wahnsinnig kreativer Top-Musiker. Aber auch sozusagen in den digitalen Medien, auf Instagram, YouTube, macht er halt abgefahrene Sachen. Und ich habe da großen Respekt vor, wie er das macht, was er kann am Ende. Er hat mir erzählt, unter anderem, er hat sich irgendwie vor Jahren halt selber beigebracht, irgendwie Final Cut Pro zu nutzen und seine ersten Videos selber geschnitten mit null Budget. Und jetzt ist halt einer der Top-Acts der deutschen Musikszene. Und da fand ich sehr spannend, den mal näher kennenzulernen, ein bisschen Zeit zu verbringen. Und wer das nachlesen möchte, schön im Magazin. Wenn du nicht hier bist und viel reist, und du reist wirklich viel, du bist ständig unterwegs, wie reist du am allerliebsten? Flugzeug oder mit der Bahn? Wie packst du deine Koffer? Rucksack? Also Rucksack meistens, in der Tat. Wenn es irgendwie geht, Rucksack und dann Bahn, wenn es irgendwie geht. Also das sind so meine beiden Kernprämissen, aber klar, manche Sachen fliegt mal an, aber in Deutschland fahre ich viel mit der Bahn. Gut, also ich glaube, das sind jede Menge Informationen, die mir Philipp Westermeier hier gelassen hat, beziehungsweise euch da gelassen hat. Und jetzt muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank, Philipp. Viel Spaß noch und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ich stehe jetzt hier quasi mit der Godmother of Geschäftsreisen, Alex Barth von HRS. Jetzt kann ich dich endlich mal fragen, wie packst du deinen Koffer? Also reist du mit dem Koffer oder reist du mit dem Rucksack? Alle Kollegen lachen immer bei mir, weil ich viel zu viel mitnehme. Ich reise mit einem Koffer und zwar egal wohin. Bei mir machen 3 oder 5 Tage keinen Unterschied, weil ich muss immer Auswahl haben. Ich weiß ja nicht, wie ich drauf bin. Insofern brauche ich immer unterschiedliche Kollektionen und natürlich die Sportsachen. Gut, also smart unterwegs sein ist angesagt. Was ist auf dem Smartphone angesagt? Welche Apps dürfen auf einer Geschäftsreise nicht fehlen? Die Deutsche Bahn, natürlich einige Fluglinien, Uber, MyTaxi und klar, Google Maps. Und sicherlich auch nochmal die ein oder andere Empfehlungs-App für gute Places, um Restaurants auszuprobieren oder Bars. Also, ich sehe schon, da sind wir. Wir haben einen echten Geschäftsreisenprofi hier eingeladen. Ich weiß jetzt, was ich auf meinem Handy haben muss. Ich weiß, mit welchen Verkehrsmitteln ich unterwegs sein sollte. Und dann werde ich wohl meine App Snake endlich mal von meinem Smartphone folgen.
So, ich stehe jetzt hier mit Michael Fritz, Co-Gründer von Viva Con Agua, und ich glaube, wenn ein Mensch wirklich, wirklich viel und vor allem wirklich, wirklich weit reist, dann ist es dieser Kerl. Wenn du unterwegs bist, du warst jetzt, glaube ich, relativ lange in Los Angeles, wenn ich mich recht entsinne. Wie reist Michael Fritz? Mit einem Koffer, mit einem Rucksack? In dem Fall bin ich, glaube ich, mit 8 Gepäckstücken gereist. Das weiß ich deswegen, weil wir es einmal durchgezählt haben, dass wir keins vergessen. Von Kinderwagen über großes Kunstwerk geschmuggelt bis hin zu halt 6 Koffern, weil ich halt mit Familie reise, also mit meiner Frau, mit meiner Tochter. Lass uns noch ganz kurz zum Schluss über Kacke reden, also eher gesagt über Goldeimer. Ein zweites neues Projekt von dir, wo du ganz tief mit drin steckst. Was ist das genau? Also man muss ehrlicherweise sagen, dass ich es nur supporte. Das hat vor allem Malte gegründet und eine ganze Crew, die das machen. Der hat eine interessante Geschichte. Der war auf einer Projektreise in Burkina Faso mit Viva Con Agua und hat die Scheißerei bekommen. Und musste dann wirklich ausgeflogen werden, weil es so kritisch um seinen Gesundheitszustand war. Und hat daraufhin eine Bachelorarbeit geschrieben, sich mit Ökotoiletten und überhaupt Sanitärversorgung auseinandergesetzt. Und 2,4 Milliarden Menschen haben kein Klo zum Scheißen. Und deswegen gibt es Goldeimer, die sich mit Komposttoiletten auf Festivals und jetzt mit dem eigenen Produkt Klopapier dafür einsetzen, dass alle Menschen auf diesem Planeten irgendwann den Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben. Und sehr gut. Vielen Dank, Michael, für die Zeit, die du genommen hast. Nun hast du ja hier auf der Messe beruflich auch ordentlich zu tun. Was darf bei dir auf der Messe nicht fehlen? Was nimmst du mit? So wenig wie möglich. Handy, maximal noch ein iPad. Wer suche, nicht die Visitenkarten zu Hause lassen, aber vergesse sie meistens auch, weil sie heute irgendwie nicht mehr so gebraucht werden. In einem jungen, lockeren Media- und Kreationsbusiness so ist halt irgendwie die Visitenkarte auch kein Statussymbol, weißt du? Also da ist irgendwie, ich habe einen Termin gemacht, ich habe die Nummer eh, wir sind auf LinkedIn verknüpft, wir haben WhatsApp wahrscheinlich schon geschrieben, brauchst du die Visitenkarte nicht noch zusätzlich. So, das ist es schon wieder gewesen. Eine weitere Folge HRS unterwegs mit ist zu Ende, sozusagen im Kasten. Und ich kann euch sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich habe ganz viele Persönlichkeiten kennengelernt. Also, kommentiert gerne hier unten in der Spalte, wie ihr die Folge gefunden habt. Erzählt uns, auf welche Messen ihr sonst noch geht, wenn die Geschäftsreise ansteht. Und vor allem, liked diesen Kanal. Das soll es gewesen sein. Ich bin raus wie ein Milchzahn. Ade.